Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Es gibt was Neues bei Burger King und zwar in der King Selection gibt es einen King's Raclette Beef Burger. Wie geil ist das denn? Raclette Käse. Komm, lass uns schon mal Silvester hier feiern, habe ich gedacht. Der Raclette Käse kommt übrigens aus Frankreich. Ich hoffe, die Schweizer sind jetzt nicht allzu traurig. Aber Raclette klingt doch schon mal mega geil. Den hole ich jetzt hier direkt raus. Der ist noch mit Rucola übrigens, mit Bacon und einer Senfsoße. Und ich habe einen riesigen Appetit darauf. Oh, ich kann den Burger hier schon in der Tüte fühlen. Wow, der ist echt groß. Übrigens gibt es den King's Raclette Beef auch als Double. Das ist ja die Edelvariante hier, die King's Selection. Und der Burger kostet auch so um die 8 Euro. Habe ich mir hier gerade aus dem Lieferservice gegönnt und wird jetzt in der Mittagspause verspeist. Ich liebe auch, ich finde, das ist einfach so... Fühlt sich so edel an mit der Verpackung und dann auch mit dem kleinen Tütchen hier. Hier könnt ihr schon den Bacon sehen, Tomate, Rucola, die Senfsoße. Wow, hier ist aber ordentlich Bacon drauf. Nicht so schön gegrillt, es ist ein ganz klassischer Bacon, aber ich bin gespannt, wie er denn so schmeckt. Krass, hier wurde mit Bacon echt nicht gespart, das kann man sehr gut sehen. Hier ist sehr viel Bacon drauf. Dann haben wir den Raclette-Käse. Die Senfsoße, Rucola, Gürkchen sind auch noch drauf und natürlich auch das King's Beef. Und ich bin sehr gespannt, wie der Burger mir gleich so munden wird. Optisch ist das schon mal echt eine Wucht. Boah, jetzt mal ehrlich, das sieht doch echt geil aus, oder? Zum Reinbeißen möchte man vermutlich auch direkt, wenn man das so nah an dem Bildschirm vor die Nase gerieben bekommt. Ich beiße jetzt hier auch rein. Und immer gut kauen, ganz wichtig, gerade bei den Tests, kaue ich manchmal einfach zu wenig oder zu schnell, weil ich euch möglichst den Geschmack schnell näher bringen will. Aber es ist gesünder, einfach mehr zu kauen beim Essen. Deswegen predige ich mir dieses Mantra immer wieder selber ein. Mein lieber Scholli, der Burger kann echt was. Auch der Raclette-Käse, finde ich, der kommt echt gut durch. Es ist mir fast schon zu viel Bacon, verrückt wie es auch klingen mag, ist es so, aber... Wow, ich guck mal gerade, hinten habe ich hier die meiste Soße, deswegen beiße ich auch mal hinten rein, weil ich habe das Gefühl, es könnte ein bisschen mehr Soße sein. Deswegen werde ich mal hinten reinbeißen. Um nochmal mehr von diesem Soßengeschmack mitzunehmen. Wow, auch diese Senfsoße, perfekt. Harmoniert mit den Gurken und dem Raclette-Käse, Ratta-Ratta hier, harmoniert das richtig gut. Das ist ein perfekt geschmacklich abgestimmter Burger. Und ich jetzt nicht, dass ich sowas mal sage, vielleicht noch ein bisschen mehr Soße, das sage ich immer, aber es ist mir gefühlt ein bisschen zu viel Bacon drauf. Das ist krass, oder? Trotzdem, genialer Burger, ehrlich. Was eine geile Idee, ich liebe es. Immer solche Innovationen, ja, mit Raclette-Käse und dieser Senfsoße. Hammer. Auf einer Skala von 1 bis 10 bekommt der Burger 9 Punkte von mir. Preislich liegt er so in dieser 8-Euro-Liga bei den King in der King Selection. Und hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüssi.